Office ist voll. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Frank Rieger. Ich bin einer von den Leuten, die das allseits bekannte und beliebte CCC Service Watch betreiben. Eigentlich sollte hier heute noch ein dritter Referent sitzen, keine Ahnung, wo der steckt, der sich gemeldet hätte für einen Vortrag über Telefonnetzhacking für Anfänger. Irgendwie ist der nicht aufgetaucht, naja, dann müssen wir das halt improvisieren. Ich werde sicherlich keine langen Reden halten, sondern irgendwie eher versuchen, dass wir irgendwie ein bisschen ins Gespräch kommen über die Probleme, die wir so im Telefonnetz gefunden haben, die ihr auch vielleicht so gefunden habt, damit wir irgendwie alle was davon haben, weil irgendwie bin ich hier auf dieser Veranstaltung auch, um ein bisschen was zu lernen, weil Wissen tun wir, weiß Gott, alles nicht. Service Watch ist entstanden vor mittlerweile über einem Jahr, ne? Schon länger? Wie lange machen wir das eigentlich schon? Gut, also Service Watch entstand sozusagen nach der Liberalisierung des Telefonmarkts oder kurz davor, weil wir uns überlegt haben, da kommen plötzlich sehr, sehr, sehr viele neue Firmen in den Telefonmarkt dazu, die eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von der Technologie haben, die halt keine andere Chance haben, als sich Techniker von der Telekom abzuwerben oder eigene Leute auszubilden. Und da ist es halt irgendwie zu erwarten, dass wir halt irgendwie eine große Anzahl von Fehlermeldungen bekommen werden oder auch von Problemen bekommen werden, wo man irgendwie kostenlos telefonieren kann, die wir halt irgendwie, da brauchten wir halt irgendeine Form für, das zu publizieren. Da haben wir uns halt dieses Service-Watch-Konzept überlegt, das heißt also eine Update-Seite, die halt irgendwie im besten Fall täglich, aber in der Regel so irgendwie alle paar Tage geupdatet wird, wenn immer wieder neue Sachen dazukommen, wo wir halt Probleme und Fehler, die uns halt zugetragen werden, einfach überprüfen und publizieren oder auch Sachen, die wir selber gefunden haben, publizieren. Einerseits, um halt irgendwie ein bisschen Spaß zu haben, andererseits auch, um dafür zu sorgen, dass solche Probleme halt irgendwie abgestellt werden. Wir bekommen da immer mehrere so verschiedene Klassen von Anfragen oder von Informationen zugetragen. Ein Gutteil sind halt irgendwie, da gab es ein Routing-Problem, da gab es irgendwie Probleme, dort und dort ist das Funktelefonnetz ausgefallen. Dieser Provider hat uns hat sich eine neue Software installiert und die funktioniert jetzt plötzlich nicht. Solche Geschichten, und ein kleinerer Teil ist natürlich auch irgendwie, guck mal da, wenn man dieses und jenes tut, dann kann man da plötzlich umsonst telefonieren. Das sind dann immer so die Sachen, wo wir uns irgendwie dann immer sehr sorgfältig überlegen, wie wir jetzt eigentlich vorgehen. Weil wenn man so eine Information da halt sozusagen ungefiltert published, hat das halt zwei Effekte. Erstens funktioniert es irgendwie in kürzester Zeit nicht mehr und zweitens haben wir uns da diesen Provider nicht unbedingt zum Freund gemacht. Also da müssen wir dann halt immer ein bisschen abwägen. Wir hatten ja eigentlich erwartet, dass sich der Großteil der Probleme, die so seit der Entstehung von Service Watch entstanden sind, auf die Telekom fokussiert, aber das war interessanterweise, nicht auf die Telekom fokussiert, sondern auf die neuen Provider fokussiert, aber interessanterweise hat die Fehlerrate bei der Telekom eher zu als abgenommen. Einer der Gründe, die wir dafür gesehen haben, ist, dass die Telekom eine ganze Menge Leute rausgeschmissen hat, nachdem sie mit dem Aufbau Ost fertig war. Die haben sich ja doch irgendwie Anfang der 90er einen ganzen Stapel Techniker neu dazu angestellt und ausgebildet, die sie halt auch auf den neuen Anlagen und auf der Glasfasergeschichten ausgebildet haben und die sie dann plötzlich nicht mehr brauchten, weil sie irgendwie nicht mehr irgendwie pro Woche eine Vermittlungsstelle ans Netz gebracht haben. Drauftreten bitte. Die Leute sind dann halt teilweise zur Konkurrenz gegangen, aber teilweise halt auch arbeitslos und die Probleme, die sie halt haben, resultieren halt zum Teil auch wirklich daraus, dass sie halt mittlerweile marketing-driven sind, wie alle anderen Leute auch. Das heißt also, dass nicht das gemacht wird, was technisch möglich und sinnvoll ist, sondern von dem das Marketing denkt, dass man damit irgendwie möglichst viel Geld in möglichst kurzer Zeit scheffeln könnte. So, also eine der typischen Telekom-Probleme, die es so gab, war halt diese Sache mit der Telefonkarte. Die Telekom hatte halt, also schon eine etwas ältere Geschichte, die Telekom hat halt, bevor sie die Telefonkarten eingeführt haben in Deutschland, ein Institut in Hamburg damit beauftragt, die Sicherheit dieser Telefonkarten zu überprüfen. Und die haben halt verschiedene Modelle gehabt, die haben halt so diese holographischen Karten gehabt, wo mit Strichen rausbrennen, Magnetstreifenkarten, so irgendwelche Papplochkärtchen, Chipkarten, also so, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Systeme, die sie da getestet haben. Und mit einer klaren Präferenz für, wir wollen eigentlich ein Chipkartensystem, weil damit kann man auch so viele andere tolle Sachen machen. Dann hat sich dieses Institut das angeguckt und gesagt, ja klar, okay, diese Chipkarte ist irgendwie erstmal für die nächsten paar Jahre sicher, aber die Sicherheit beruht nicht darauf, dass da sinnvolle Kryptographie drin steckt, sondern Sicherheit beruht einzig und allein darauf, dass niemand heutzutage weiß, wie man irgendwie Smartcards emuliert. Damals. Das heißt,
liebe Telekom, ihr habt irgendwie so 3 Jahre, vielleicht 4 Jahre, dann müsst ihr halt irgendwie eine neue Technologiegeneration rausbringen. Telekom hat gesagt, klar, alles klar, kein Problem, hat bei Siemens nachgefragt, Siemens hat gesagt, klar, kriegen wir hin. In 3 Jahren haben wir irgendwie die nächste Generation am Start, also sollte kein Problem sein, okay, also einführen. Und dann kam das Marketing auf eine grandiose Idee, und zwar die Sache mit den Telefonkartensammlern. Sie kamen nämlich auf die Idee, wenn wir diesen Leuten einreden, die Telefonkarten sammeln, dass eine Telefonkarte, die man gesammelt hat, nur dann was wert ist, wenn der noch der volle Betrag drauf ist. Dann kann man sich damit einen hervorragenden zinslosen Kredit in 3-stelliger Millionenhöhe erwirtschaften. Und das haben sie getan. Sie hatten zu Hochzeiten etwa 200 Millionen Mark an nicht bezahlten, also nicht verbrauchten Telefonkarteneinheiten da draußen. So, und davon steckte ein richtig großer Teil bei den Sammlern. Naja, und dann kamen halt die Techniker und nach einer Weile haben gesagt, Jungs, jetzt sind die 3 Jahre um, wir müssten jetzt langsam mal die Kartengeneration wechseln, weil irgendwie ist es halt irgendwie zu erwarten, dass wir demnächst irgendwie ein kleineres Betrugspotenzial da draußen haben. Und dann hatten sie ein Problem am Hals, weil sie konnten nicht schlicht und ergreifend alle Karten wechseln, weil dann wären ihnen die Sammler aufs Dach gestiegen. Und naja, dann haben sie es halt nicht getan. Mit dem Ergebnis, dass immer noch die alten Telefonkarten in allen Telefonzellen funktionieren und sie mittlerweile irgendwie drastische und drakonische Maßnahmen ergreifen, um halt irgendwie dieses Betrugsproblem in den Griff zu bekommen. Also dieses Hamburger Institut, was damals irgendwie diese Untersuchung gemacht hatte, lag halt ziemlich genau richtig. Etwa 4 Jahre, nachdem sie die Untersuchung angestellt haben, gab es halt die ersten, wenn auch etwas kruden, aber so doch funktionsfähigen Telefonkartensimulatoren. Irgendwie, ich kann mich noch genau erinnern, da wurde dann ein Kabel über die Straße gerollt und irgendwie mit Trafodraht irgendwie eine Adapterkarte geschraubt und einen Oszillographen angeschlossen, der irgendwie in dem Haus stand und an dem Kabel dranhing. Und irgendwie, es dauerte gar nicht lange, bis dann die ersten Emulatoren tatsächlich da waren. Und naja, und dann hatten sie halt irgendwie, also jetzt haben sie Probleme in dem Ausmaß, dass halt diese Karten irgendwie industriell irgendwo in Osteuropa gefertigt werden, die man halt, die sich selbst wieder aufladen. Und naja, das sind halt so typische Großkonzernprobleme, wo halt irgendwie eine Abteilung nicht mit der anderen reden kann. Und die Telekom ist da immer noch irgendwie weit vorne an der Spitze so. Sie haben mittlerweile, was irgendwie die Schnelligkeit der Fehlerbehebung betrifft, doch deutlich aufgeholt, muss man schon so sagen. Aber naja, sie sind da halt immer noch nicht perfekt, ganz klar. Eine Sache, die wir erstmal ein bisschen unterschätzt hatten, irgendwie in ihrem Volumen, was so anfallen wird, sind Probleme mit den Rechnungssystemen. Also wir haben irgendwie eine Zeit lang, ich glaube ein halbes Jahr lang oder so, hatten wir praktisch nur irgendwelche Fehlermeldungen von irgendwie diese Leute können keine Rechnungen schreiben, sie kriegen es einfach nicht hin, entweder sie haben gar keine Rechnung geschickt oder sie haben komplett falsche Rechnungen geschickt oder Rechnungen geschickt, die mit irgendwelchen Fantasiezahlen ausgestattet waren. Und nein, dann haben wir da halt mal ein bisschen gebuddelt und so eine Sache, die sich dann halt herausstellt, ist, dass ein größerer deutscher, nicht nur Mobilfunk, sondern auch Festnetzprovider aus Norddeutschland hat halt über Monate hinweg keine Rechnung verschicken können, weil ihr Rechnungssystem aus einer mehrere hundert Megabyte großen Excel-Tabelle bestand und sich dann Makrovirus eingefangen haben. Und also das wirft dann doch irgendwie ein deutliches Licht darauf, irgendwie mit welcher Professionalität irgendwie in Deutschland Telefonmarkt betrieben wird. Die technischen Probleme, die neuen Provider hatten, waren natürlich mannigfaltig, aber halt die Rechnungsstellung war, also ist auch bei der Telekom nach der Umstellung auf die neuen Buchungskontonummern, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die Telekom hat irgendwann mal ihre Buchungskonten umgestellt, früher war es immer Vorwahl Telefonnummer und dahinter noch eine Prüfziffer, die Buchungskontonummer, jetzt ist es halt irgendwie 4-9 und dann halt irgendeine Zahl, die halt nicht so ohne weiteres human readable in eine Telefonnummer zu dekodieren ist. Und diese Umstellung hat sie halt richtig, richtig Geld gekostet, weil sie haben bei der Gelegenheit halt die komplette EDV umgestellt, das ganze Auftragsbearbeitungsmanagementsystem umgestellt und es hat richtig Monate gedauert, bis sie das in den Griff bekommen haben. In der Zeit gab es wirklich die bizarrsten Geschichten, also alle möglichen Arten von Fehlern, von falsch zugestellten Rechnungen, von doppelt zugestellten Rechnungen, von doppelt berechneten Rechnungen. Also es war irgendwie ein ziemliches Chaos. So. Aber sie haben sich zu der Zeit gerade nicht besonders von den neuen Providern abgehoben, weil bei denen war es genau ziemlich ähnlich. Was wir relativ wenig gesehen haben, waren so richtig fette Fehler, mit denen man halt irgendwie um die Welt telefonieren konnte, ohne dafür zu bezahlen. Es gab 2, glaube ich. Es gab mehr? Zu dem kann ich nichts sagen. Ah. Er verweigert die Auskunft. Das waren halt irgendwie größtenteils Fehler in Routing-Tabellen, also wo die halt
vergessen haben, in den Tabellen, in den Vermittlungsstellen, diese Vorwahl mit einer Berechnung zu verknüpfen. So, also es waren halt, gab halt irgendwie einen Provider, da konnte man halt also nur international telefonieren, dafür aber so ziemlich kostenlos. Also das war irgendwie doch relativ lustig. Und ja, ganz am Anfang, als halt die Preselection anfing, gab es halt irgendwie diese doch relativ fetten Skandälchen, weil halt einfach irgendwie diese ganze Infrastruktur in den Hotels und den Gaststätten und so weiter und so fort überhaupt nicht darauf vorbereitet war, dass man jetzt plötzlich mit anderen Vorwahlen telefonieren kann. Das heißt also, dass da teilweise Gespräche geführt werden konnten, die überhaupt nicht berechnet wurden. Also da gab es halt Zeiten, da konnte man irgendwie 4 Stunden Internet im Hotel machen und hat keinen Pfennig bezahlt, wo man sonst hinterher normalerweise irgendwie eine Rechnung in der Größe eines kleinen Verteilungshaushalts bekommen hätte. Ja, also mit dieser Call-by-Call-Geschichte, das war natürlich von der Telekom auch in einem gewissen Maße geplant. Also das Problem war dann ja halt, dass es eben nicht den Gebührenimpuls gab bei Call-by-Call-Leitungen. Die Telekom wusste das natürlich vorher und wusste auch, dass sie da draußen irgendwie Tausende von Telefonen haben, die darauf angewiesen sind, dass sie einen Gebührenimpuls kriegen. Und zwar nicht ihre eigenen Telefonzellen, da haben sie das natürlich, also bis auf ein paar relativ rechtzeitig versucht zu sperren. Auch nicht immer ganz erfolgreich, aber sie haben es zumindest versucht. Aber diese ganzen Clubtelefone in den Hotels und Tankstellen und so, die waren natürlich darauf angewiesen. Und da hat natürlich auch jemand, der sich irgendwie vorher nicht so informiert hat, wusste natürlich nicht, dass es da plötzlich dieses Call-by-Call gibt. Ja, das führte dann halt dazu, dass es halt einen Riesenaufruhr gab, die alle riesengroße Rechnungen gekriegt haben und die Telekom dann halt einfach gesagt hat, ja, Leute, es sind halt andere Telefongesellschaften. Das passiert halt, wenn man über andere Telefongesellschaften telefoniert. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr das halt gerne bei uns sperren lassen. Dann könnt ihr nur noch über uns telefonieren und dann passiert das nicht mehr. Naja, das haben die dann halt alle größtenteils gemacht. Und das war natürlich auch das, was die Telekom dann bezweckt hat. Naja, also wie man sieht, irgendwie ein großer Teil der Dinge, die da so passieren in diesem neuen Provider-Markt, sind halt einfach Politik. So, also die Telekom versucht halt mit ein paar kleinen gemeinen Tricks irgendwie ihre Konkurrenz ein bisschen im Schach zu halten. Die Konkurrenz versucht halt irgendwie durch aggressives Preisverhalten irgendwie die Telekom irgendwie an den Rand des Ruins zu zwingen. Und na gut, ich meine, was es uns gebracht hat, ist schon ganz klar irgendwie, dass wir jetzt deutlich billiger telefonieren können. Die Leute sind halt auch teilweise dramatisch verwirrt. Also wir hatten da irgendwie Mails bekommen von Leuten, die halt irgendwie überhaupt nicht mehr wussten, wo oben und unten ist. Und irgendwie, was passiert, wenn ich jetzt 010, was muss ich dann wählen? So, also die Verwirrung gerade bei älteren Leuten war da schon ziemlich enorm. Und da haben dann halt natürlich die Provider versucht, mit der Preselection halt irgendwie da reinzukommen. Aber wie sich gezeigt hat, war dieses Preselection-Konzept irgendwie deutlich weniger erfolgreich als zum Beispiel halt in den USA. Jetzt die letzte Statistik war, dass irgendwie doch schon irgendwie knapp 40% der Leute in Deutschland halt zumindest Call-by-Call schon mal benutzt haben, also die Wahl einer anderen Vorwahl, und dass irgendwie, ich glaube, nur 0,4% oder 1% der Telefonanschlüsse überhaupt mit einer Preselection auf einen anderen Provider umgestellt werden. Und das war eine Sache, die doch den Marketing-Jungs bei diesen ganzen neuen Providern ganz schön ins Kontor gehauen hat, weil sie hatten eigentlich damit gerechnet, dass sie mit der Preselection halt einen deutlich stabileren Umsatzflow haben. Und was sie jetzt aber haben, ist halt, dass ihr Minutenaufkommen ist extrem bursty. Also sie haben halt irgendwie, je nachdem, wer halt gerade wo irgendwie billiger ist, haben sie halt irgendwie dramatische Einbrüche bei den Minutenpreisen. Also wir werden, denke ich mal, in den nächsten Monaten ein deutliches Merger-Verhalten bei diesen neuen Providern finden. Das heißt also, dass sie sich alle zusammenschließen und gegenseitig aufkaufen, weil das kann man halt nur mit einem ziemlich großen Topf Geld durchhalten, so eine Probleme, dass man irgendwie einen Monat irgendwie 5 Millionen Minuten hat und im nächsten Monat halt nur 200.000, weil plötzlich die Konkurrenz billiger ist und mehr Werbung gemacht hat. Das ist halt irgendwie der Albtraum jedes Betriebswirtschaftlers, irgendwie, wenn man dann plötzlich den Cashflow nicht mehr planen kann. Naja. Ja. Im Mobilfunkbereich ist ja ein neuer Provider dazugekommen, FIAC Intercom, der uns am Anfang auch doch relativ viel Spaß bereitet hat. Da gab es relativ interessante Probleme. Eines der Probleme war halt, dass sie ihr Anrufbeantwortersystem nicht im Griff hatten. Da kann Tobias vielleicht nochmal die Details erläutern. Ein bisschen ziehen, ja. Ja, also das war halt ziemlich lustig. Es gibt halt, wie auch bei den anderen Mobilfunkprovidern, die Möglichkeit, halt den Anrufbeantworter direkt anzurufen. Also indem man halt irgendwie eine 33 zwischen die Vorwahl und die tatsächliche Rufnummer wählt.
Und das Lustige war halt, also bei FIAC werden die Rufnummern nicht aufeinanderfolgend vergeben, sondern da werden immer zwei Platz zwischengelassen. Und es waren aber Anrufbeantworter für sämtliche Rufnummern freigeschaltet. Also so die Rufnummernräume, die sie halt vergeben haben, die beschaltet waren, und die da gab es für sämtliche Rufnummern, auch die, die halt zwischendurch mal freigelassen wurden, gab es halt Anrufbeantworter. Und die waren alle auch von außen zugänglich, und zwar alle auch mit der Default-PIN 4x die 0. Auch von außen musste man nicht erst übers Netz rein oder sowas. Was dann dazu führte, dass sich halt diverse Leute da irgendwie hunderte von Anrufbeantwortern gekapert haben. Da konnte man dann lustige Sachen mitmachen. Da konnte man sich zum Beispiel Faxe drauf schicken lassen auf die Mobilboxen. Die sind ja faxtauglich. Ja, dann konnte man sich die an beliebige Anschlüsse forwarden lassen, also an beliebigen Anschlüssen ausdrucken lassen. War ja kein Problem, und es existierte keine wirkliche Karte zu den Mailboxen, also hat das auch niemandem wehgetan. Beziehungsweise wenn man halt jemanden ärgern wollte, der irgendwie gerade seine Karte ganz neu hatte oder beziehungsweise dessen Karte schon geschaltet war, aber der sie noch nicht in den Händen hielt, was auch sehr oft vorgekommen ist, dann konnte man halt einfach dessen Anrufbeantworter anrufen, schon mal irgendwie netterweise im Voraus die PIN ändern, schon mal ein paar Faxe verschicken und so. Naja, und was halt da auch relativ gefährlich oder leichtsinnig war, dass man die Faxe halt tatsächlich weltweit forwarden konnte. Also sie hatten dran gedacht, irgendwie 0190er-Nummern zu sperren, aber zum Beispiel 00599-Nummern oder sowas waren halt irgendwie nicht gesperrt, weshalb das dann auch irgendwie zum Supporting missbraucht werden konnte. Das heißt, man hat halt irgendwie einfach einen Fax darauf geschickt auf die Box, hat das dann geforwardet nach 00599. Das ging dann zu Kosten von FIAC Intercom oder halt auf Kosten desjenigen, dem halt dieser Anschluss gehörte. Und ja, und halt zugunsten desjenigen, dem diese 00599-Nummer gehörte. Naja, das wurde dann auch irgendwie behoben, aber gab halt eine Menge Spaß vorher. Also das Lustige dabei war, dass die FIAC halt die Nummern, die halt demnächst vergeben werden sollten, dafür schon die Anrufbeantworter blockweise eingerichtet hatte. Das heißt also, da kam es dann tatsächlich vor, dass man irgendwie da ein bisschen rumgescannt hat und halt so tausender Blöcke von Rufnummern gefunden hat, die halt schon mal prophylaktischen Anrufbeantworter bekommen haben und die aber erst in den nächsten Wochen überhaupt irgendwie die Karten verkauft wurden. So, und da war halt schon der Anrufbeantworter mit der Default-PIN, das heißt, man konnte, wenn man irgendwie da böswillig war, einfach mal so 2.000-3.000 Kunden halt irgendwie zu einer anderen Anrufbeantworter-Ansage oder was auch immer verhelfen. So, das, also wir haben dann auch mit dem Chef da von der FIAC Security darüber geredet, als dieses Problem dann irgendwie etwas größere Ausmaße annahm. Und der Mann, also der ist um seinen Job echt nicht zu beneiden, weil FIAC hat halt im Gegensatz zu anderen Providern offenbar zumindest den Anspruch, irgendwie es zu versuchen, irgendwie nicht alles irgendwie schleifen zu lassen. Und der meinte halt so, ja, wenn ihr wüsstet, was wir noch so für Probleme haben. Was halt bei FIAC auch sehr lustig war oder immer noch ist, ist irgendwie das Abrechnungssystem. Also eigentlich kann man bei jedem großen Mobilfunk- oder überhaupt Telefonprovider am Anfang das erste Jahr erstmal auf die Abrechnung nicht wirklich vertrauen, weil irgendwie das Abrechnungssystem ist mindestens so schwierig zum Laufen zu bringen wie das eigentliche Telefonsystem. Naja, und da ist es halt, also bei FIAC sind da auch nette Sachen passiert. Da ist zum Beispiel relativ kurz nach dem Start des Netzes ist denen einmal irgendwie die komplette Datenbank gecrashed und irgendwie sind ihnen sämtliche Kundendaten verloren gegangen, die dann hinterher manuell wieder eingehackt werden mussten. Was gerade irgendwie so erst so vor einem Monat oder zwei oder so fertig geworden ist und weshalb halt einige Leute gerade erst jetzt ihre ersten Rechnungen erhalten haben, und dann gibt's noch irgendwie andere Leute, die irgendwie bereits seit 10 Monaten, also von Anfang an, da Kunde sind und noch keine einzige Rechnung erhalten haben. Und ja, und dann die Rechnungen, die halt verschickt werden, sind halt, also jetzt wird's gerade besser, aber irgendwie bisher war das halt eher nicht wirklich ernst zu nehmen, was da so kam. Ja, genau, irgendwie 0130 und 0800 Nummern wurden berechnet und dann irgendwie so ganz lustige Sachen, irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel im Einzelverbindungsnachweis fehlte dann einfach bei jeder Nummer die letzte Ziffer mal und dann standen irgendwie völlig falsche Verbindungen drauf oder es wurden irgendwie Rechnungen verschickt, wo nur die Grundgebühr berechnet wurde oder Rechnungen für Karten, die es nie gegeben hat. Also ich zum Beispiel bekomme immer noch Rechnungen für eine Karte, die ich überhaupt gar nicht habe.
wo mir jeden Monat die Grundgebühr berechnet wird und ich die jeden Monat von meinem Konto abgebucht wird und ich die jeden Monat wieder zurückbuchen lasse und ich dann irgendwie alle 2 Monate irgendwie so ein schickes Schreiben kriege, irgendwie wo drin steht, wenn Sie jetzt nicht sofort zahlen, dann wird Ihre Karte gesperrt. Ich frage mich, welche Karte? Also läuft noch nicht ganz, aber fast. Ja, wie war das mit den Prepaid-Karten? Da gab es da auch noch Ärger, ne? Naja. Welche? War das nicht was mit der Telekom? Ach ja, richtig. Irgendwas war... Ja, stimmt, genau. Und zwar haben... Ja, genau, ich jetzt irgendwie wieder... Und zwar war D1, ne? Extra. Extra, ja, genau. Und zwar, die T-Mobil hatte ja irgendwie, um halt ihr Kundenpotenzial wie alle anderen Provider ein bisschen schnell aufzublähen, weil sie offenbar davon ausgegangen sind, dass die Analysten irgendwie nach reinen Kundenzahlen gehen, ja auch irgendwie diese D1 Extra-Cards irgendwie in größerem Maßstab verteilt. Die Karten hatten halt das Problem, dass die Abrechnung der Gebühren immer jeweils zum Ende des Gespräches erfolgt ist. Das heißt also, wenn das Gespräch zu Ende war, dann wurde tatsächlich erst die Buchung vorgenommen auf dem Kartenkonto. Das führte halt dazu, dass man das letzte Gespräch mit dieser Karte, bevor sie also sozusagen ihren Inhalt vollkommen verloren hat, konnte man halt so lange, wie man wollte, gestalten. Weil halt, naja, es wurde halt nie abgebucht. So. Also da gab es halt irgendwie monatelange Verbindungen nach Spanien, wie die Gerüchte sagen. Nein. Ja, eben. Ja, also nur für Ausland. Ja, naja, also diese ganze Prepaid-Geschichte war ja am Anfang sowieso auch noch etwas krude, also der Gesetzgeber erfordert ja da in der Regel, dass halt irgendwie die Daten von den Anschlussinhabern erhoben werden, aber da gab es dann bei mehreren Providern halt auch den Zwischenfall, dass halt die solche Karten halt in extrem großen Mengen halt irgendwie an Zwischenhändler gegangen sind, die einfach nur die Provision fürs Freischalten kassieren wollten und die dann halt einfach mal alle freigeschaltet haben und die dann hinterher verkauft haben. Was halt dazu führte, dass halt irgendwie die den Überblick über ihren Kundenstamm da weitestgehend verloren haben, was irgendwie die Prepaid-Geschichten betrifft. Ja, was hat man noch so für Geschichten? Also was wir irgendwie neben Rechnungsgeschichten noch wirklich am meisten kriegen, sind Probleme mit SMS. Also irgendwie SMS tut einfach überhaupt gar nicht. Also Kurzmitteilungen zwischen den Mobilfunknetzen und in den Mobilfunknetzen. Und das betrifft sämtliche Netze ausnahmslos. Also dieser Dienst ist wirklich, also es ist zwar so neben Telefonie der beliebteste Dienst in den Mobilfunknetzen, aber auch irgendwie der am meisten gestörte. Da kommen die unglaublichsten Reports und irgendwie scheinen die Hersteller dieser SMSC-Software das alle noch nicht richtig im Griff zu haben. Also SMS zwischen den Netzen und ins Ausland und vom Ausland sind sowieso nochmal ein eigenes Kapitel, aber auch innerhalb der Netze kriegen wir jeden Tag irgendeine Mail, dass wieder irgendwie heute bei D1, gestern bei E+, vorgestern bei D2 und FIAC Intercom sowieso und so weiter, halt alles nicht funktioniert, jeden Tag kann man irgendwie ein paar Stunden keine SMS verschicken. Und naja, und das wird sich jetzt sicherlich nicht gerade verbessern, wo jetzt noch so lustige Sachen wie SIM-Toolkit und sowas kommen und da auf SMS-Basis noch ganz andere Dienste angeboten werden und da teilweise irgendwie schon 50 Millionen SMS pro Monat versendet werden und so pro Netz, es wird sich sicherlich noch etwas verschärfen, die Situation. SMS ist Kurzmitteilungsdienst. SIM-Toolkit ist eigentlich, also das hat erstmal mit SMS an sich nicht so viel zu tun, das ist nur die Möglichkeit für den Provider, auf der SIM-Karte eigene Applikationen abzuspeichern, die dann in deinem Telefon, wenn das unterstützt wird, durch ein eigenes Menü repräsentiert werden, wo der Provider halt ganz ohne Einflussnahme des Mobiltelefonherstellers bestimmen kann, was da halt drin steht. Da kann man dann, was weiß ich, also bei D1 gibt's das jetzt seit einer Weile, da kann man sich dann irgendwie Nachrichten anzeigen lassen in den verschiedensten Kategorien oder man kann irgendwie E-Mails verschicken, ohne irgendwie das krude über irgendwie SMS zu machen oder so, sondern man kann dann da halt direkt, er fragt dann nach der E-Mail-Adresse und dann nach der Nachricht, und dann kann man die halt verschicken und so Sachen. Und
Naja, und das wird jetzt halt irgendwie gerade massiv ausgebaut in allen Netzen. Und dann kommen halt noch so Sachen wie Cell Broadcast und sowas dazu. Und naja, und das heißt, die Benutzung von SMS wird noch deutlich zunehmen. Und das Problem, was die SMSCs haben, ist halt größtenteils ein Lastproblem, dass sie halt einfach nicht mit der Masse an SMS klarkommen. Was man dazu wissen muss, ist, dass halt die normale SMSC-Software, die so unterwegs ist, läuft halt auf ziemlich exotischen Betriebssystemen, so HPUX oder Windows NT oder sowas. Und die sind halt irgendwie in der Regel dann meistens nicht besonders lastfähig und nicht besonders gut wartbar. Also das führt dann halt irgendwie zu solchen Problemen. Was noch eine andere interessante Geschichte war, dass die Telefone gelegentlich dann auch mit SMS nicht so gut klarkommen. Irgendwie da bei der Nokia 51er-Serie, also der 5110 und 5130-Serie, gibt es halt irgendwie, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Softwareversionen, bei denen dieses Telefon je nach Softwareversion unterschiedlich crasht, wenn es eine 160 Zeichen lange SMS bekommt. Moment, also die SMS muss schon aus 160 Punkten bestehen. Ja, es ging auch andere. Also je nach Softwareversion gab es da ganz unterschiedliche Effekte, aber im Großen und Ganzen war das halt immer so irgendwie, wenn man 160 Punkte oder 137 Kommas oder so lustige SMSen verschickt, da gibt's eine ganze Menge etwas ältere 5110 und 5130 Softwareversionen, also beim 5110 sind das die 4er Softwareversionen, die da irgendwie insbesondere von betroffen sind, wo das Telefon sich dann irgendwie sehr merkwürdig verhält, irgendwie anfängt zu piepen, nicht mehr aufhört damit, bis man den Akku abzieht. Also da konnte man Leute schon echt in den Wahnsinn mittreiben, weil sie konnten halt auch nichts dagegen machen. Ja. Ja? Ja, ja, da kann man solche Sachen hervorragend drüber absetzen, ja. Naja gut, also... Na, Internet-SMS-Dienste sind in der Regel ja für umsonst. Naja, nicht wirklich. Also gibt's so und solche. Halt, manche machen das als Werbeangebot. Dann hast du da halt immer noch dann kannst du halt nicht 160 Zeichen verschicken, sondern nur was Kürzeres. Und dann steht da halt immer noch dabei, irgendwie von wem das ist oder irgendwas eine kurze Werbung oder so. Und dann gibt's halt welche, für die du was bezahlst, und da kannst du dann halt volle 160 Zeichen ausnutzen. Naja, doch, naja. Also... Meistens teuer. Also SMS wird halt nicht nach dem SMSC berechnet, sondern nach der Nummer und nach dem Dienst. Das heißt also, es ist nicht so, wie viele irgendwie mal angenommen haben, wenn ich das jetzt über ein ausländisches SMSC mache, dann kostet das nichts. Also es gab Situationen, wo es tatsächlich nichts gekostet hat, aber im Allgemeinen, wenn das Abrechnungssystem richtig läuft, dann wird das berechnet, und da gibt es halt ganz unterschiedliche Modelle, wie das berechnet wird. Zum Beispiel Viereck Intercom hat sich einfach gedacht, oh prima, wenn irgendwie SMS über ein ausländisches SMSC verschickt wird, berechnen wir halt einfach eine Minute Telefonieren in dieses Land. Was dann irgendwie halt dazu geführt hat, dass teilweise SMSen mit 3 Mark sowieso abgerechnet wurden. Also das heißt also, ein russisches SMSC zu benutzen, ist da extrem unattraktiv. Die haben da so 10 Mark pro Minute Minutenpreise teilweise. Also das ist dann schon teure 160 Byte. Mir fiel gerade noch was ein. SMSen. Ach so, genau, Pager. Wir haben dann auch irgendwann eine Meldung bekommen, ich weiß nicht, ob derjenige vielleicht sogar hier ist, der es rausgefunden hat, dass es eine Möglichkeit gibt, bei diversen Telekom-Pagern die PIN des Pagers, also mit der man irgendwie die Einstellungen ändern kann, zu errechnen aus der Pager-Nummer, und zwar relativ simpel. Das hat dann irgendwie, nachdem wir das dann publiziert hatten, dazu geführt, dass jetzt überall auf den Telekom-Internetseiten, wo es um die Pager geht, irgendwie ganz groß und rot blinkend steht, so bitte ändern Sie sofort Ihre PIN-Nummer, wenn Sie sich zum ersten Mal hier einwählen. Das hat irgendwie zu doch erheblicher Publizität geführt. Wir bekommen immer noch so 1 oder 2 Anfragen pro Monat, die da nochmal irgendwie Nachfragen zu haben. Das Interessante daran war halt, dass die Telekom sich halt damit rausgeredet hat, dass irgendwie die Hersteller das irgendwie so wollten, weil irgendwie das produktionstechnisch so einfacher sei. Und die Hersteller dazu meinten, ja, die Telekom hätte es so gewollt, weil irgendwie das wäre für sie administrativ einfacher. Also da scheint es dann irgendwie ein kleines Kommunikationsproblem zwischen der Telekom und ihren Herstellern zu geben. Die interessanten Punkte bei diesen Pager-Systemen sind halt, dass da dieses kostenlose Abschicken übers Internet mittlerweile ja Standard ist. Also da ist halt sozusagen der Schritt, der halt bei SMS erst noch erfolgen wird, irgendwie tatsächlich schon erfolgt, dass halt die
die begriffen haben, dass sie wenig Chancen haben, irgendwie nicht im Internet vertreten zu sein. Und da gab es halt immer wieder auch Probleme, dass zum Beispiel die Telekom bei ihrer Modem-Absetzeinwahl interessanterweise den Ruf berechnet, also das Absetzen berechnet, egal ob jetzt der Ruf abgesetzt wird oder nicht, weil es wird halt einfach über die Telefonnummer berechnet, da connectet man sich einmal hin, dann sind die 6 Einheiten weg und dann kann man halt zusehen, ob man seinen Pager-Ruf abgesetzt bekommt oder nicht. Das sind halt so Inkonsistenzen in deren Pricing-System, die halt irgendwie doch irgendwie einige Leute ziemlich irgendwie an den Rand des Wahnsinns getrieben haben. Wenn man dann halt so eine Anwendung debuggt irgendwie, die halt versucht irgendwie da Rufe abzusetzen und die dann halt mal so 500-600 Connects macht und man keinen einzigen Ruf losgeworden ist und dann trotzdem auf der nächsten Telefonrechnung eine etwas größere Zahl steht, ist dann schon sehr bedauerlich. Was hatten wir noch? Ansonsten gab es noch diverse lustige Geschichten mit Telefonzellen, von denen wir allerdings irgendwie auch eine ganze Menge nicht veröffentlichen konnten, weil uns irgendwie Leute gebeten haben, es nicht zu veröffentlichen, weil das sonst halt relativ schnell abgeschaltet wird. Aber was halt noch eine ganze Zeit lang ging, war bei diversen Telefonzellen Call-by-Call über Umwege. Also wo das sozusagen nur im Telefon gesperrt war, aber nicht netzseitig. Da konnte man dann so Tricks machen, halt, dass man wieder auf einen Dialtone gekommen ist, zum Beispiel dieser automatische Teilnehmer, den es ja in vielen Städten noch gibt, den man halt angerufen hat, was halt einfach eine Nummer ist zum Testen der Leitung. Und wenn man da lange genug gewartet hat am Ende, dann hat es halt irgendwann Klack gemacht und man hatte wieder einen Dialtone. Die Telefonzelle hat das halt nicht mitgekriegt und dachte halt immer noch, man hat irgendwie eine Nummer angerufen, die mit irgendwas anderem angefangen hat. Naja, und dann konnte man halt dahinter wählen, was man irgendwie wollte. Und das wurde dann halt dementsprechend nicht abgerechnet. Das haben sie dann allerdings auch irgendwann in den Griff gekriegt. Erstens dadurch, dass sie Call-by-Call überall netzseitig gesperrt haben. Andererseits dadurch, dass, wenn der automatische Teilnehmer jetzt auflegt, dann tatsächlich auch die Telefonzelle das mitkriegt und sich auch resettet. Und ja, da gab es noch eine ganze Menge anderen. Ach, richtig. Ja, das ist aber schon eine ganze Weile her. Das hatte ich, glaube ich, sowieso schon mal irgendwann auf dem Kongress erzählt. Also da gab es, ja, das ist wirklich schon eine Weile her, aber ich kann es ja nochmal, wer das noch nicht gehört hat. Einmal gab es da eine lustige Sache, das war auch mit diesem, dem automatischen Teilnehmer von ISDN-Anschlüssen aus an Siemens-Vermittlungsstellen. Und zwar gab es da das Problem, dass wenn man, das funktioniert halt so, man wählt diese Nummer des automatischen Teilnehmers oft sowas wie 117755 oder sowas und dann die eigene Nummer hinterher. Und bei Analoganschlüssen ist es dann halt so, dann kommt halt ein Piepton und dann kann man halt mit den Tasten 1 bis 0 irgendwie diverse Tests auswählen, die dann auch immer wieder durch einen Piepton bestätigt werden. Bei ISDN geht das halt nicht, sondern da hört man dann halt für eine Minute so diesen Dreiton, so diesen Düdüdüd. Und danach kommt dann eben ein Piepton oder ein Besetzzeichen, falls irgendein Test fehlgeschlagen ist. Naja, jedenfalls gab es da bei ISDN irgendwie die Möglichkeit, bei ISDN kann man ja auf 2 verschiedene Arten wählen, nämlich einmal Blockwahl und Einzelwahl. Einzelwahl ist halt, wenn man den Hörer abnimmt und die Ziffern dann irgendwie, wenn man schon den Wählton hatte, dann einzeln eingibt. Blockwahl ist, wenn man halt vorher die Nummer eingibt, dann den Hörer abnimmt und sozusagen die Nummer als Ganzes zur Vermittlungsstelle geschickt wird. Und da gab es den lustigen Effekt, dass wenn man das aufgeteilt hat in Block- und Einzelwahl und so den ersten Teil der Nummer in Blockwahl gewählt hat, also zum Beispiel 117755 und dann die ersten 3 Ziffern der Nummer, die man gerne erreichen wollte noch, das alles als Blockwahl gewählt hat, dann den Hörer abgenommen hat und den Rest der Nummer als Einzelwahl gewählt hat, dann wurde da halt nicht der Test für diese Nummer aktiviert, sondern wurde man halt durchgestellt zu dieser Nummer. Und da das halt irgendwie eine 1177 irgendwas Nummer ist, wurde die halt auch nicht berechnet. Das Ganze funktionierte natürlich nur an der eigenen Vermittlungsstelle, weil die Vermittlungsstelle das halt auch immer nur für sich selber diese Tests aktivieren kann. Aber das hat echt lange richtig gut funktioniert, irgendwie so irgendwie die Freunde im näheren Umkreis irgendwie anzurufen für lau. Standleitung. Genau. Blödsinn. Also die Telekom hat halt um eine Zeit lang, um halt diesen Telefonkartenbetrug in den Griff zu bekommen, haben sie halt irgendwie teilweise ziemlich drakonische Maßnahmen gemacht, aber die haben die Leute nicht eingesperrt, das ist falsch. Es gibt ja auch immer noch genug Telefonzellen im Übrigen, die halb offen sind. Also ja, es zeigt einem schon, dass es Blödsinn ist.
Was sie getan haben, war, sie haben halt ein paar Messgeschichten gemacht in Telefonzellen, die sich so an Betrugsschwerpunkten, also in der Nähe von Bahnhöfen oder Asylbewerberheimen befinden, dass sie die, das kein Scheiß, dann ist tatsächlich so, dass genau die Leute, die halt irgendwie ein Bedürfnis haben, lange ins Ausland zu telefonieren, sind halt die Leute, die kein Geld haben, und deswegen ist da natürlich irgendwie der Weg am schnellsten irgendwie für diese Leute halt, sich irgendwie auf die Art und Weise Telefonzugriff zu verschaffen. Dass sie an den Zellen halt irgendwie Messsysteme installiert haben, die halt gucken, ob es eine echte oder eine gefälschte Karte ist, und dann halt die Polizei dahin geschickt haben. Wenn sie halt irgendwie da plötzlich mal wieder 4 Stunden nach Afghanistan gesehen haben, so, dann wussten sie halt irgendwie, dass da irgendwas faul sein muss. Dann halt die Leute da hops genommen haben. Aber das lief ungefähr, ich glaube, 2 Wochen lang oder so, und dann hat die Polizei gesagt, dass sie jetzt da bitte keinen Bock mehr drauf hatten, die Telekom gefälligst ihre technischen Probleme alleine lösen soll. Was ja auch eigentlich vollkommen in Ordnung ist. Und dann haben sie halt irgendwie angefangen, in großem Umfang halt die Auslandsgespräche an den Telefonzellen zu sperren. Also man wird heutzutage kaum noch Kartentelefonzellen finden, die Auslandsgespräche ermöglichen. Was, naja, wieder mal typisch Telekom ist, okay, wir haben da ein Problem, da schränken wir lieber den Service an, als das Problem zu beheben. Also eingesperrt wird man in diesen Zellen nicht. Also ist mir bisher noch kein Fall bekannt. Kannst mich ja anrufen, wenn es dir passiert. Naja, also sie sind da mittlerweile relativ weit, was irgendwie die Detektierung von diesen Clone Cards betrifft. Und es gibt eigentlich natürlich auch immer wieder neue Generationen von diesen Karten. Man sollte da schon ein bisschen vorsichtig sein. So, also wie gesagt, ins Ausland kann man damit sowieso nicht mehr telefonieren in der Regel, und die Ortsgespräche, naja Gott, die kosten auch nicht mehr so viel, als dass es sich von der Telefonzelle lohnt. Achso, was mir da gerade noch einfällt, lustige Rufnummern-Verwirrspielchen bei irgendwelchen Calling Card und Call by Call Anbietern. Und zwar gibt es da teilweise das Problem, also das scheint insbesondere einen bestimmten Typ von Vermittlungsstellen zu betreffen, weil das eigentlich relativ quer durch sämtliche Call-by-Call-Betreiber geht. Und zwar, dass man nicht zu der Nummer verbunden wird, die man eigentlich angerufen hat, sondern wenn man jetzt irgendwie, man selber als Teilnehmer A möchte halt Teilnehmer B erreichen, und es gibt irgendwo anders einen Teilnehmer A2, der irgendeinen anderen Teilnehmer B2 erreichen möchte. Und Teilnehmer A und A2 bauen halt irgendwie ihr Gespräch ungefähr, fangen halt gleichzeitig an zu telefonieren. Dann kommt es halt unter bestimmten Umständen vor, dass halt Teilnehmer A zu Teilnehmer B2 verbunden wird und Teilnehmer A2 wird zu Teilnehmer B verbunden. Aber wenn man Rufnummernübermittlung hat bei ISDN, dann sieht man trotzdem, also der Angerufene sieht trotzdem die Rufnummer desjenigen, der einen eigentlich erreichen wollte. Also das ist eine Sache, die gerade echt grassiert, also gerade auch im Zusammenhang mit Mobilfunknetzen. Wenn man halt also Call-by-Call in Mobilfunknetze geht, dann ist das schon irgendwie nicht so selten so. Also das passiert dann, und da gab es schon echt super peinliche Angelegenheiten, so die mir da berichtet wurden. Weil die Leute halt im vollen Vertrauen darauf, dass der andere am Telefon ist, halt irgendwie das Gespräch anfangen, weil sie sehen ja die Nummer. Und wenn man halt häufiger telefoniert, dann pflegt man in der Regel nicht mehr irgendwie formelle Begrüßungsformeln auszutauschen. Und naja, da gab es halt schon wirklich interessante Zwischenfälle. Wir müssen den Überfall auf übermorgen verschieben. Genau. Ansonsten noch, auch in der Abrechnungssoftware kommen sie da teilweise mit den Nummern nicht so ganz klar. Was immer sehr beliebt ist, das gab es irgendwie bei diversen Calling Card und Callback, glaube ich, auch Anbietern, wenn man eine internationale Nummer anrufen will, dass man halt vor die internationale Vorwahl nochmal 0049 davor wählt. Das, also die deutsche Vorwahl, was dann bei manchen Abrechnungssystemen halt dazu führt, die sehen irgendwie, also 0049 wird erstmal von der Vermittlungsstelle, wird das dann irgendwie weggeschnitten, weil sie wissen, aha, okay, ist irgendwie im eigenen Land. Und dann nehmen sie die Nummer, die danach kommen, halt komplett, wie sie ist, und bearbeiten sie ganz normal weiter. Und wenn man dann halt irgendwie, also irgendwelche TK-Firmen, die da halt schon länger dabei sind, die wissen halt, dass man das dann nicht macht, wenn man da schon mal so eine Landesvorwahl weggeschnitten hat, sondern dass man dann halt nur noch Anrufe akzeptiert, die tatsächlich irgendwie im eigenen Land bleiben auch. Also dass man sich dann die Vorwahl danach nochmal anguckt. Aber wenn man halt 0049 davor gewählt hat und dann nur noch
zum Beispiel um die USA anzurufen, 01, zweite 0 braucht man ja nicht mehr, weil man ist schon auf Landesebene und braucht dann nur noch eine 0, um wieder auf die internationale Ebene zu kommen. Das hat und funktioniert teilweise bei einigen Call-by-Call- und Calling-Card-Anbietern immer noch wunderbar. Und das wird dann halt zum Deutschland-Tarif abgerechnet. Ich meine, die Unterschiede sind nicht mehr so drastisch. Ich wollte gerade sagen, die Unterschiede zwischen USA und Deutschland-Tarifen sind ja in der Regel nicht mehr so groß. Also, naja. Was auch ganz nett war noch bei Tele2 ging das irgendwie bei Call-by-Call. Geht leider nicht mehr, seit sie keinen Sekundentakt mehr haben. Oder haben sie, glaube ich, für Pre-Selection noch. Aber naja, normalerweise haben die jetzt irgendwie Minutentakt. Aber was da ging, war auch diese 0049-Geschichte. Und das Problem ist ja, eigentlich kann man ja mit Call-by-Call keine Anrufe in die eigene Stadt machen. Man kann ja nur Anrufe raus zu anderen Vorwahlen machen. Und genau das konnte man halt mit dieser 0049-Geschichte umgehen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie in Berlin 030 wohnt und man wollte halt auch nach Berlin telefonieren, konnte man halt 004930 wählen. Dann ging das halt trotzdem durch Tele2. Das war deshalb ganz interessant, weil Tele2 halt tatsächlich bis vor einiger Zeit Sekundenabrechnung auch im Call-by-Call hatte. Und halt, wenn man irgendwie mal so alle 2 Minuten mal eben Mail checken möchte, mal gucken, ob neue Mail angekommen ist. So, das dauert ja nicht länger als irgendwie 3 Sekunden die Verbindung oder sowas, wenn man irgendwie ISDN hat, maximal. So, und ganz kurze Gespräche kamen dann da tatsächlich einfach billiger als irgendwie 12 Pfennig von der Telekom, da die halt Sekunden genau abgerechnet haben oder auch ansonsten irgendwie hat eine Minute halt irgendwie 20 Pfennig oder 15 Pfennig gekostet oder so. Und wenn man halt ganz kurze Gespräche hatte, also so eine Sekunde oder sowas, dann wurde das halt abgerundet und wurde gar nichts dafür berechnet. Da konnte man halt echt günstig nachgucken, ob man Mail hat. Also vorausgesetzt, der erste Endverbindungsaufbau ging schnell genug. Ja, okay. Eine Telefonrechnung? Ja, also eine Echtzeit-Telefonrechnung ist wirklich der Traum jedes Freakers, aber... Gibt's ja inzwischen bei der Telekom. Aber doch nur für Geschäftskunden, ne? Nein. Man kann ganz normal irgendwie Rechnung online machen, musstet allerdings über T-Online machen, wenn ich richtig informiert bin. Nicht mehr? Also am Anfang war das so. Ich habe mir das jetzt eine Weile schon nicht mehr angeguckt. Also ich glaube, man muss ja über T-Online gehen, ja, weil sie da sonst auch irgendwie, denke ich mal, irgendwie ein bisschen Schiss wegen der Sicherheit hätten. Also du musst halt deine Internetverbindung über T-Online aufbauen und kannst dann halt dir deine Rechnung eben online angucken. Das geht allerdings nur bei, also inzwischen sollten ja alle auf das neue Abrechnungssystem und damit auf die neuen Buchungskontonummern umgestellt sein, aber das ging halt nur bei den neuen Buchungskonten. Ansonsten irgendwie, wie man sowas merkt, dass es irgendwie erfolgreich ist, also man kann sich dann halt schon so Sachen denken irgendwie, wenn man halt so manche Sachen ausprobiert. Meistens, also wenn insbesondere irgendwie bei neuen Anbietern oder sowas, wenn die noch nicht so lange am Markt sind, da ist es dann halt, wenn man ein bisschen logisch nachdenkt, einfach wirklich so, man probiert es aus und es funktioniert und dann waren sie nicht noch intelligenter. Das kommt einfach selten vor. Wenn sie dran gedacht hätten, dann hätten sie es gesperrt. Aber sie sind nicht so intelligent, dass sie es dann offen lassen und so aussehen lassen, als ob es funktioniert und dann wird es irgendwie doch anders abgerechnet. Sowas passiert eigentlich nicht. Ja, also hat nur bisher keinen einzigen Fall, ne? Ja. Nee. Tja. Naja. Don't try this at home. Genau. Jeder ist schon dafür verantwortlich, was er tut. Ja. Also ich meine, man kann sich natürlich immer hinterher rausreden. Also in der Regel schafft man es ja sowieso, seine Telefonrechnung mit irgendwie ein bisschen irgendwie diskutieren am Telefon um 10% zu senken, weil irgendwie man sagt ihnen halt, ja, das hat überhaupt nicht funktioniert und das ging gar nicht. Und also gerade FIAC zum Beispiel ist da vollkommen dran gewöhnt, dass man seine Telefonrechnung so um 10-15% runter diskutiert und erklärt irgendwie, dass irgendwie dieses und jenes nicht funktioniert hat und irgendwie also gerade bei Auslands-Roaming-Geschichten irgendwie es immer wieder Verbindungsabrisse gab und so, und dass sie unmöglich irgendwie einem diese 5 irgendwie Gespräche da tarifieren können, weil da gab es dauernd Verbindungsabrisse und so, und dann discounten die dann da schon mal. So. Also da sollte man, wenn man ein bisschen Langeweile und zu wenig Geld hat, dann sollte man irgendwie da mal sich den Spaß mit der Hotline gönnen. So. Also eins habe ich irgendwie in den 2 Jahren Service-Watch irgendwie, die wir bisher gemacht haben, ich glaube, es waren mittlerweile 2 Jahre gelernt, ich werde niemals in meinem Leben bei einer Hotline eines TK-Providers arbeiten wollen, weil irgendwie, ich kann mir echt keinen schlimmeren Job vorstellen, irgendwie, als wenn man da sitzt und dann ruft so jemand wie Tobias da an. Also, oh Gott. Mhm.
Das gab es auch bei Plus tatsächlich mal. Mhm, ja, stimmt. Und mit dem, also Mailboxen sind auch wieder so eine Sache. Das funktioniert auch alles noch nicht so richtig. Da sind echt auch schon die lustigsten Sachen passiert. Irgendwie plötzlich auch so eine Geschichte, dass man halt einfach von seiner Mailbox plötzlich angerufen wurde und so Sachen. Sehr lustig sind auch diese Systeme, die es an diesen Mailboxen dran gibt, um dann noch mehr Airtime zu erzeugen, haben die in der Regel noch zusätzliche Service-Dienstleistungen, was weiß ich, so Gruppenweiterleitung und so Geschichten oder diese Nachricht als dringend markieren und an folgende Gruppe von Teilnehmern weiterschicken. Und da hatte ich dann auch schon sehr, sehr häufig lustige Ergebnisse gehabt, dass ich irgendwie entweder Nachrichten von irgendwelchen Leuten bekommen habe, die ich nie kannte, die mir einfach kommentarlos irgendwelche Anrufbeantworter-Nachrichten weitergeleitet haben von ihnen, offenbar durch eine Fehlbedienung oder so. Und wenn ich selber dieses Feature benutzt habe, so, dann kam es halt vor, dass irgendwie es da Laufzeiten bei diesen Forwards von mehreren Stunden bis Tagen gab, bis die sich dann da irgendwie durch dieses Filesystem gequält hatten auf die andere Mailbox. Also da ist noch ein weites Feld irgendwie. Neulich hatte ich den Fall, da hat E-Plus irgendwie ja seinen Anrufbeantworter dahingehend umgestellt, dass jetzt alle das haben, was irgendwie vorher der Professional-Anrufbeantworter war. Also mit Faxeingang und Vorwärts- und Dringendmarkierung und diesen ganzen Geschichten. Und ich hörte mir zum ersten Mal diese Mailbox-Ansage an, ja, wenn Sie irgendwie diese Nachricht als dringend markieren wollen, drücken Sie bitte die 1. Wenn Sie diese machen wollen, drücken Sie bitte das. Wenn Sie diese machen wollen, drücken Sie bitte das. Dann knackte es so. Dann eine sonore Männerstimme. E34B2H46. Tja, und damit konnte ich denn nicht wirklich was anfangen. Kam auch nie wieder vor, aber irgendwie. Apropos E-Plus, wo wir gerade bei E-Plus sind. Irgendwie, also wer das noch nicht mitbekommen hat, E-Plus hat ja jetzt seit irgendwie, wann ist das? Irgendwie 2 Wochen oder sowas. Ist bei denen im größten Teil Deutschlands die Verschlüsselung aus. Also das heißt, über die Luftschnittstelle wird nicht mehr verschlüsselt, sondern wird halt unverschlüsselt übertragen. Das heißt natürlich immer noch nicht, dass man da einfach irgendwie Scanner in die Luft hält und dann kann man das abhören, weil ist halt immer noch GSM. Aber theoretisch, wenn man jetzt halt irgendwie weiß, wie man GSM dekodiert, dann kann man sich das jetzt einfach anhören und mithören. Das ist, also wie gesagt, wird, wie wir ja auch schon auf den Seiten geschrieben haben, eigentlich alle Telefone zeigen das an, ob es Verschlüsselung gibt oder nicht, im sogenannten Monitor-Modus. Das haben die meisten GSM-Telefone. Bei vielen kann man das irgendwie durch irgendeine Tastenkombination aktivieren, bei anderen allerdings auch wieder nur durch spezielle Service-Software oder so, wo halt die sämtlichen Netzwerkinterne angezeigt werden, in welche Zelle man gerade eingebucht ist und wie die Sendeleistung ist und dies und das und jenes. Und da kann man sich halt auch anzeigen lassen, ob das verschlüsselt wird oder nicht. Und ansonsten haben halt, also ich weiß nicht, ob es noch andere Telefone gibt, ich weiß es jetzt bloß von Siemens-Telefonen. Siemens-Telefone haben tatsächlich eben das sehr nützliche Feature, dass sie anzeigen, wenn das Gespräch nicht verschlüsselt wird. Und zwar je nach Modell irgendwie an einem durchgestrichenen Schlüssel oder an einem Ausrufungszeichen. Das ist wirklich ein nützliches Feature. Aber ansonsten geht es halt eigentlich meines Wissens nach nur mit Monitor-Modus. Naja, und E-Plus behauptet halt irgendwie, wo sie ja sonst immer so mit ihrer Sicherheit werben, irgendwie, also meinen sie jetzt irgendwie so, ja, diesen Monat kriegen sie das noch hin, mit der Verschlüsselung wieder anzuschalten. Naja, also du redest da vom IMSI-Catcher, das ist halt ein System, das wird von Rode und Schwarz gebaut, halt für Überwachungszwecke. Und zwar das Problem ist folgendes, wenn ich ein Funktelefon überwachen will, muss ich es erstmal identifizieren können. Und was ich dazu benötige, ist die netzwerkinterne Kennung des Telefons in dem Augenblick, wo es halt eingebucht ist, weil nur darüber kann ich halt auf den Leitungen halt die Gespräche, die dazugehören, identifizieren. Und der normale Angriff mit dem IMSI-Catcher funktioniert so, wenn derjenige sich halt nicht so besonders viel bewegt, also sondern irgendwie mit dem Funktelefon irgendwo in einer Nähe einer Zelle bleibt, dann gehe ich mit dem IMSI-Catcher hin und überrede durch eine höhere Feldstärke das Telefon von der angegriffenen Person, sich bei mir einzubuchen. So, und ich habe halt ein Gerät, das halt so tut, als wäre es eine Zelle, was halt irgendwie nichts weiter tut, als zu sagen, ich bin eine Zelle, du kannst dich bei mir einbuchen, dann bucht sich dieses Telefon da ein oder versucht sich da einzubuchen und dann sagt man, ups, ich bin gerade kaputt, irgendwie bucht dich mal wieder woanders ein, das Telefon bucht sich auf die normale Zelle zurück, aber man hat bei diesem Prozess halt die netzwerkinterne Identifikation, diese IMSI
herausbekommen. Dann geht man hin auf die Richtfunkstrecke zwischen der, der Antenne, wo das Telefon halt sozusagen mitspricht, und der Basisstation bzw. der Vermittlungsstelle. Diese Richtfunkstrecken sind in der Regel nur so in Traufhöhe also übermittelt. Die Kästen sehen so ähnlich aus wie die Dinger, die wir da oben haben, teilweise auch wesentlich kleiner. Und die sind halt nichts weiter als PCM-kodiert, das heißt also, es ist nichts, nicht verschlüsselt, nichts, was irgendwie problematisch wäre, sondern halt eine reine PCM-Kodierung. Und dann sucht man halt in diesem Datenstrom, der über diese Mikrowellengeschichte kommt, sucht man halt nach der IMSI, die man halt abhören möchte. Das ist sozusagen das Oldschool-System. Der Nachteil davon ist halt, dass es nicht gut funktioniert, wenn sich derjenige bewegt, weil man dann alle Richtfunkstrecken, die halt sozusagen zu den Zellen gehören, bei denen er durchkommt, abhören möchte. Das kann man halt tun, wenn man halt irgendwie sowieso so eine Installation macht, dass man halt um die Mobile Switching Centers, also da, wo halt die Informationen alle zusammenlaufen, dass man da versucht, alle Richtungsstrecken abzuhören, dann hat man schon mal einen relativ großen Bereich abgedeckt. Aber das ist halt auch nicht sicher. Und deswegen gibt es halt den von diesem IMSI-Catcher eine Generation 2, die halt noch zusätzlich dazu, zu dem Ich-bin-eine-Zelle-System, ein normales Mobiltelefon eingebaut hat, das modifiziert ist, und dass dieses Gespräch, was da über mich als IMSI-Catcher geführt wird, weiterleitet ins Netz. Was der IMSI-Catcher halt tut, ist, er schaltet die Verschlüsselung aus. Beim Verbindungsaufbau zwischen Zelle und Telefon wird ausgemacht, ob jetzt hier eine Verschlüsselung stattfindet und wenn ja, welche. Und die Zelle kann halt sagen so, upsi, Verschlüsselung ist gerade nicht, weil irgendwie kann ich gerade nicht. Und dann einigen sich beide automatisch auf A5.0, also keine Verschlüsselung. Und in diesem Augenblick kann man halt am IMSI-Catcher das Gespräch direkt abhören, das wird dann halt direkt weitergeleitet. Das heißt also, dieser Monitormodus ist auch ganz nützlich, um zu sehen, ob man im IMSI-Catcher bearbeitet wird. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, weil die Geräte sich halt im polizeilichen Praxiseinsatz als nicht besonders sinnvoll erwiesen haben, weil die Leute, um die es ihnen da geht, sind halt mittlerweile auch so fit, dass sie einen Monitormodus an ihrem Telefon anhaben und gucken irgendwie, ob gerade das Gespräch unverschlüsselt ist. Insofern, also das ist halt eine relativ, also sage ich jetzt mal, für unser eins eine relativ theoretische Geschichte, mit sowas angegriffen zu werden. Aha. Das hast du das mal tatsächlich gesehen? Aha. Mhm. Also würde mich interessieren, wenn du es nochmal nachvollziehen könntest. Hm? Ja. Na, das ist noch nicht ganz so. Also die Systeme, die derzeit bei den Mobilfunkprovidern installiert sind, sind so, dass die noch die Abhörverbindung per Hand aufgeschaltet werden und noch jeweils die Rechtsabteilung vorprüft, ob das Abhörersuchen legitim ist. Also sie wollen das jetzt gerne umstellen auf ein automatisiertes System, wo sozusagen nur die Regulierungsbehörde prüft, ob dieses Abhörersuchen legitim ist, sodass niemand beim Provider es mehr mitbekommt. Aber soweit mir bekannt ist, ist es derzeit noch nicht der Fall, dass sie soweit sind. Aha, interessant. Aha. Okay. Ja? Zu was? Ja? Ja? Moment. Ja, kann sie. Und zwar, also bei E-Plus äußerte es sich so, dass irgendwie das Telefon irgendwie sich resettete. In dem Augenblick, als die halt dieses Softwareproblem hatten und halt anfingen, nicht mehr zu verschlüsseln. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das bei allen Telefonen tatsächlich der Fall ist. Ja, also bei den Monitor-Modi ist halt die Anzeige normalerweise ständig. Und auch bei den Siemens-Telefonen wird halt die Anzeige jeweils abgedatet. Fragen, Hinweise, Anregungen? Hm? Entschuldigung? Das alte Thema. Ja, na, geht nach wie vor.
Also man glaubt es kaum, aber irgendwie, also für die, die es irgendwie noch nicht wissen, Blue Boxing ist irgendwie eigentlich ein inzwischen echt altes Verfahren, wo man die alten CCITT-5-konformen internationalen Vermittlungsstellen halt davon überzeugen konnte, dass man selber eine Vermittlungsstelle ist durch Einspielen entsprechender Frequenzen, weil die halt Inband-Signaling gemacht haben. Das heißt, irgendwie die Vermittlungsstellen untereinander haben sich durch Töne auf dem Sprachkanal unterhalten. Wer sich vielleicht noch daran erinnert, früher oder heutzutage bei echt billigen irgendwie Links in dritte Weltländer ist es teilweise immer noch so, dass man halt irgendwie so ein Piep hört nach dem Abheben oder nach dem Auflegen. Und da konnte man halt, indem man diese Töne halt selber eingespielt hat, eingreifen. Und das wurde dann, also das war jahrelang echt verdammt beliebt, wurde dann größtenteils durch Filter, die halt diese Töne rausgefiltert haben, unterbunden. Aber es ist tatsächlich immer noch so, mit ein bisschen Anstrengung und irgendwie, wie man weiß, über welche Länder und so, geht das tatsächlich immer noch, auch heute noch. Irgendwie die Anzahl der eingesetzten C5-Vermittlungsstellen wird zwar immer weniger, aber das sind dann halt irgendwie alte Systeme, die dann teilweise in halt andere Länder verkauft werden oder so. Aber es funktioniert nach wie vor. Was? Na, meistens in den Fernvermittlungsstellen deines lokalen Telefonproviders. Also in diesem Falle irgendwie bei der Telekom in Frankfurt zum Beispiel. Und die schreiben da natürlich auch nette Protokolle auf, wo dann irgendwie draufsteht, von dieser Nummer kamen irgendwie Töne, die da eigentlich nicht hätten kommen dürfen. Aber der Telekom ist das eigentlich, also die machen sich da nicht so einen Kopf drum, weil sie halt irgendwie doch deutlich weniger für die Leitungen bezahlen, als man dann nachher da an Gebühren für zahlt. Und von daher, also ist das für die nicht so ein großer Posten. Das verschwindet eigentlich in dem, was es da sowieso an Rechnungsungenauigkeiten gibt. Allerdings, was sie halt wirklich nicht mögen, ist, wenn man Supporting darüber macht. Also wenn man irgendwelche Premium-Rate-Lines anruft in irgendwelchen anderen Ländern, das finden sie halt echt nicht lustig. Ja, nee, also bringt ja eigentlich meistens nicht so viel, also die sind nicht auf alle Leitungen geschaltet. Also es bringt ja eigentlich auch nicht so viel, eine reguläre Nummer in irgendein anderes Land zu blueboxen, weil du dann halt den regulären Tarif dafür zahlst. Ich meine, das könnte was bringen, wenn du eine Leitung blueboxst, die halt in ein nahegelegenes Land führt, um dann in ein weiter weggelegenes Land für günstiger zu telefonieren. Aber das bringt eigentlich nicht wirklich viel, zumal irgendwie eigentlich so in ganz Europa und so ist alles SS7, da kann man mit Blueboxen eh nichts mehr machen. Also da muss man schon weiter weggehen. Ja, zumal die Preise in den zivilisierten Ländern halt wirklich dermaßen in den Keller gegangen sind, dass irgendwie der Stress meistens nicht lohnt. So, also es ist dann mehr noch ein sportliches Vergnügen als irgendwie eine tatsächliche Ersparnis. Ach, wozu denn? Ich meine, wenn die da 3,50 Mark verlieren, irgendwie, das irgendwie interessiert die nicht. So, also wie gesagt, wenn das Supporting getrieben wird, das heißt also irgendwie kommerziell und im großen Umfang, dann interessiert sie das schon. Aber ansonsten irgendwie, also es gibt halt Länder, die haben da ein großes Problem mit, so in Portugal zum Beispiel, die haben halt irgendwie ziemlich viele portugiesisch sprechende Kolonien und die haben halt viele Leute aus den Kolonien in Portugal und die betreiben dann eine Menge Blueboxing in diese Kolonien, weil das halt alte C5-Systeme sind. Aber in Deutschland ist das halt nicht mehr so ein Problem. Bitte nochmal. Ja. Ja. Richtig. Richtig. Naja. Also rein theoretischer Natur natürlich. Also entweder hast du Glück und auf den Leitungen, die du benutzt, hängt gerade eh kein Filter drauf. Also es ist auch längst nicht mehr so viele Filter wie früher und längst nicht in alle Länder, das ist bloß in die, wo die Telekom halt sieht, da geht halt irgendwie eine Menge drüber, aber das ist alles nicht mehr so dramatisch. Und ansonsten ist es halt, indem man
Also diese C5-Vermittlungsstellen sind halt, was die Frequenzen und Längen der Töne angehen, sehr, sehr tolerant, weil halt die noch aus Zeiten sind, als das wirklich manchmal arg geknistert hat über die Kabel, die halt durch den großen Teich gingen und das irgendwie schwer anders ankam, als man das ursprünglich abgeschickt hat. Und damit es dann trotzdem funktioniert hat, sind die halt ziemlich tolerant. Und die Filter sind halt größtenteils nicht so tolerant eingestellt, weil es dann da auch irgendwie Kollisionen mit bestimmten Faxfrequenzen gab und sowas. Also gab zum Beispiel mal echt eine Zeit lang eine lustige Sache, dass man irgendwie über bestimmte Provider keine Faxe nach Amiland verschicken konnte, weil die Filter plötzlich so eingestellt waren, dass sie Faxverbindungen als Bluebox-Versuche rausgefiltert haben und die Verbindung gekappt haben. Aber ja, und wenn man halt irgendwie die Frequenzen so verändern würde, dass sie halt vom Filter durchgelassen werden und von der Vermittlungsstelle noch akzeptiert werden, könnte das eventuell funktionieren, wer weiß. Genau. Mit Rauschen kann man das auch größtenteils noch umgehen. Ja, ansonsten noch irgendwie, ja? Name, Adresse, genau. Ja. Ja, das funktioniert irgendwie schon seit praktisch immer, ja. Also der Trick ist, dass man halt, wenn man irgendwie rausfinden möchte, wem eine bestimmte Telefonnummer gehört, dann ruft man bei der Telekom, bei der Störungsstelle an und sagt irgendwie, ja, schönen guten Tag, ich habe hier ein Problem mit meinem Anschluss, da funktioniert irgendwas nicht. Und dann sagen die mir die Nummer und dann sagt man die Nummer und dann sagen die, ach, Herr Hans Müller aus der Sowieso-Straße in Sowieso. Und dann sagt man, ja, genau, das bin ich. Ach, es geht ja gerade wieder. Okay, dann hat sich's erledigt. Danke, tschüss. Und. Ja, aber genau, dass ich die Möglichkeit habe, von irgendwelchen Leuten, sagen wir mal, ich habe Freunde und die haben, hey, die Nummer wird dann aktiviert. Dann rufe ich an, sag die Nummer von meinem Freund und sag, sie sollen die Nummer aktivieren. Machen das. Ja. Also die einzige Sache, wie man das dann feststellt, ist, dass demjenigen dann natürlich eine, also wenn es funktioniert, wenn das mal tatsächlich funktioniert, dann geht demjenigen eine Auftragsbestätigung zu. Bitte? Ach so, okay. Wenn man halt von jemandem möchte, dass er einem die Rufnummer übermittelt. Also sagen wir mal jemand, der einen ständig anruft, aber keine Rufnummerübermittlung hat und man würde halt gerne vorher wissen, dass derjenige einen anruft, dann ruft man halt bei der Telekom an und sagt irgendwie, guten Tag, mein Name ist der Name des Anschlussinhabers. Ich hätte gerne Rufnummerübermittlung auf meiner Leitung, dann sagt man die Nummer und dann schalten das da halt an, ohne da irgendwie eine weitere Überprüfung zu machen. Aber derjenige kriegt dann natürlich eine Auftragsbestätigung darüber. Also manchmal passiert es, dass man die nicht kriegt, aber im Allgemeinen kriegt man die Auftragsbestätigung. Und also vielleicht guckt sich derjenige das nicht an oder weiß damit nichts anzufangen und schmeißt es weg. Aber theoretisch kann er es halt merken. Ernsthaft? Ist mir noch nie passiert. Ist mir auch wirklich noch richtig nie passiert. Auch für meinen eigenen Anschluss irgendwie, da ich irgendwie, wenn es neue Leistungsmerkmale gibt oder sowas, da ordere ich die eigentlich immer sämtlichst. Und also ich mache da wirklich richtig krude Sachen mit meinem Anschluss irgendwie, was ich denen sage. Haben sie bei mir nicht gemacht. Also ich habe irgendwie, als ich irgendwie kürzlich umgezogen bin, hatten sie Rufnummerübermittlung nicht aktiviert, was irgendwie jetzt sowieso so eine Unsitte ist, dass wenn man nicht im Telefonbuch drin steht, dass sie dann halt standardmäßig auch die Rufnummerübermittlung nicht mehr einschalten. Muss man halt immer dazu sagen, funktioniert dann meistens trotzdem nicht. Man muss dann extra nochmal anrufen und jetzt sagen, dass sie jetzt bitte wieder anschalten sollen. Also ich bin dann noch nie zurückgerufen worden. Ich halte sowieso so gut wie nie Rückrufe von der Telekom, auch wenn ich drum bitte. Na, die wissen schon, warum Tiffs. Willst du mal da so ein Mikro nehmen? Ich glaube, da liegt noch eins.
Und sie wollten, dass sie mich zurückrufen können. Dann haben sie mich nach einer Nummer gefragt. Sie wollten einfach eine Nummer haben, wo sie mich zurückrufen können. Und haben mir irgendeine gegeben. Das war die, so mir Wurst. Ja, ja, genau. Das machen die auch. Was auch immer sehr hübsch ist, dass die Fernmeldeämter in der Regel nicht in der Lage sind, irgendwie ihre eingerufene Übermittlung zu sperren. Das heißt, wenn man dann mal einen Rückruf bekommt von einem Telekom-Mitarbeiter, dann hat er halt meistens verloren, weil dann hat man halt seine Durchwahl und dann kann man ihn morgens an. Dann ruft man ihn halt morgens an und fragt ihn, was er heute für einen zu tun gedenkt, mittags, ob er schon was getan hat. Und abends kann man dann nochmal den Rechenschaftsbericht abholen. Also länger als 2 Tage halten sie das meistens nicht durch. Was übrigens auch sehr gut ist, wenn ihr irgendwie Ärger mit der Telekom habt, dass die irgendwie nicht das mit dem Anschluss machen, was ihr wollt, nicht die Leistungsmerkmale freischalten oder was auch immer, wenn man sich da Ewigkeit mit dem Auftragsmanagement und der irgendeinen 0833 0000 rumschlägt und das nie irgendwas wird. Wenn man einmal die Nummer von der Clearingstelle hat, das ist sehr, sehr nützlich, wenn man sich ein bisschen auskennt damit und irgendwie tatsächlich genau formulieren kann, was man jetzt haben möchte. Dann kann man nämlich direkt beim Clearing-Management anrufen und sagen, ich habe schon 33.000 Mal irgendwie mit dem Auftragsmanagement gesprochen und die tun einfach nicht, was ich will und ich brauche jetzt ganz dringend und sofort. Und da sitzen dann tatsächlich die Leute, die wirklich ganz dringend und sofort das auch tun können. Also da habe ich dann wirklich schon Sachen gehabt, irgendwie hat eine Woche vorher nicht funktioniert und habe ich da beim Clearing-Management angerufen und eine halbe Stunde später funktionierte das dann. Also da kommt es dann sogar vor, dass einen der Mann zurückruft, der direkt vor der Konsole sitzt und irgendwie die Leistungsmerkmale eingibt und nochmal nachfragt, was man denn jetzt genau haben wollte. Ja, das ist echt gemein. Naja, also die verlieren da auch ziemlich häufig Dokumente in ihrem Auftragsmanagementsystem. Also es ist echt nicht unüblich. Und sie sind daran gewöhnt, dass sie Dokumente verlieren. Das heißt also, wenn man da irgendwas verbockt hat, irgendwas vergessen hat zu bezahlen, irgendwas verschlampert hat, so, dann kann man einfach sagen, wissen Sie, ich habe Ihnen doch schon vor 3 Wochen den Brief geschickt. Wieso haben Sie denn da nicht reagiert? Das Lustige ist halt, dass das da keineswegs alles irgendwie durch einen Computer von vorne bis hinten geht, wie man das halt eigentlich haben möchte, sondern das ist halt zwischendurch, wird das x-mal auf Papier zurücktransferiert und wieder manuell eingegeben. Also da sind dann halt irgendwie so Sachen, man ruft halt irgendwie an und sagt, ich möchte gerne dies und das, dann tippen die das in ihren Computer ein, dann wird das ausgedruckt, dann wird das zum Auftragsmanagement gefaxt, die geben das da wieder in ihren Computer ein, drucken dann irgendwann einen Bauauftrag oder was auch immer dafür aus, und schicken das dann zu der entsprechenden Stelle, wieder per Fax rüber, wo das dann wieder in den Computer eingetippt wird und ein Termin dafür vergeben wird und so lustige Geschichten. Und also da ist es tatsächlich, erstens mal kann es halt passieren, dass irgendwie die Sache schon aus dem einen Computer raus ist und im nächsten noch nicht drin, was dann dazu führt, dass keine Telekom-Stelle überhaupt, wenn das gerade irgendwo im dicken Stapel liegt, diesen Auftrag noch finden kann. Also der ist dann halt einfach scheinbar verschwunden, kommt aber einfach so, einen Tag später ist er dann plötzlich wieder da. Wenn man dann den Auftrag nochmal aufgegeben hat, dann ist er halt plötzlich 2-mal im System drin. Und dann echt kacke. Kommt es halt bei dieser irgendwie Computer-zu-Analog-Verarbeitung zwischendurch halt auch mal vor, dass da halt irgendwie mal ein Stapel irgendwie... Naja, also da kommt es dann halt auch häufiger mal vor, dass die halt zum Beispiel, also da hatten wir eine Zeit lang so Probleme, dass die Bündelnummern, also von den Kabeln, die tatsächlich in die Vermittlungsstelle reingehen, den Rufnummern falsch zugeordnet wurden. Und zwar nicht in der Vermittlungsstelle, sondern in dem Datensatz, der für die Abrechnungsgenerierung benutzt wurde. Und es führte halt dazu, dass irgendwie richtig viele Leute Rechnungen bekamen von Telefonnummern, die ihnen gar nicht gehörten. Und es aber nach außen alles super und prima aussah, weil es war eigentlich alles okay. Das Einzige, was halt nicht okay war, war die Zuordnung von interner Abrechnungsnummer im Rechnungssystem zur Rufnummer, die dann halt tatsächlich die Rechnung bekommen hat. Und das hat die Telekom richtig viel Ärger und richtig viel Geld gekostet und richtig viele Leute irgendwie ziemlich viele Nerven gekostet, bis sie dieses Problem behoben hatten. Das war wieder so ein typisches irgendwie Papier-zu-Computer-Transfersystem, weil sie haben nämlich diese Listen ausgedruckt und eingetippt. Und dabei hat es natürlich Tippfehler gegeben und naja, Telekom, die lassen das lieber. Genau das. Über mehrere Monate bei einer NSN auf einer Telekom-Rechnung, die ich nicht habe. Und habe es dann mit der Bezahlung gekriegt, weil
Ja, ansonsten. Ja, noch was? Ansonsten irgendwie nochmal der Aufruf halt, Service Watch, also wir machen das irgendwie, wir probieren zwar eine Menge rum und finden auch so einiges raus, aber irgendwie natürlich längst nicht alles, weil wir irgendwie auch noch Jobs haben und irgendwie Geld verdienen müssen nebenbei. Von daher halt, wenn ihr irgendwelche Sachen rausfindet, irgendwie, wenn irgendwas nicht stimmt mit der Rechnung oder irgendwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte oder sowas, dann mailt uns das. Und zwar, also es sollte um Telekommunikation gehen und bitte keine Meldung irgendwie über, dass gestern von 16 bis 17 Uhr SMS nicht funktioniert hat. Davon kriegen wir jeden Tag so einen Stapel. Und dann wäre die Seite nur noch voll mit SMS. Aber ansonsten halt gerne alles. Wir können nicht irgendwie auf jede Mail, die wir da kriegen, antworten. Aber halt, was interessant ist, das bringen wir dann auch, beziehungsweise mailen dann nochmal zurück und stellen nochmal Fragen. Aber ja, also wir können da irgendwie jede Mithilfe gebrauchen. Nee, GEDAN war mal ganz früher analoge Anrufumleitung. Also als das irgendwie noch nicht digital war, sondern alles noch irgendwie Ratter, Drehwehl, Vermittlungsstellen, da wurde dann halt, wenn du Anrufumleitung haben wolltest, brauchtest du halt irgendwie zwei Leitungen und dann wurde halt bei dir irgendwie so ein fetter Apparat installiert, der dann einfach irgendwie nach so und so viel mal klingeln, wenn das dann halt woanders hingehen sollte, einfach irgendwie gewählt hat und dich dahin vermittelt hat. Und der? Ja. Nee. Und ich weiß auch gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Also dieser Apparat wurde dann genau mit diesem Tippsend programmiert. Also das ist halt irgendwie diese Ding, wo du auch City-Ruf alphanumerisch absetzen kannst und so Geschichten. Nee. Wo die Telekom noch eine eigene Erweiterung des DTMF-Protokolls vorgenommen hat. Ich dachte, mir stehen die Haare zu Berge, als ich das gelesen habe. Ja. Hm? Was sie getan haben, ist, sie haben einen dritten Ton eingefügt. Eine dritte Frequenz. Also genau. Nicht zwei Frequenzen gleichzeitig, sondern drei Frequenzen gleichzeitig. Also es ist nicht DTMF, sondern TTMF sozusagen. Genau. Exakt. Mhm. Also ja, ich meine, Herrgott, diese Dinger kosteten damals 300 Mark, diese Tippsends, und war sozusagen eher Luxus, genauso wie Cityruf damals Luxus war, aber naja, heutzutage ist es eigentlich ziemlich uninteressant. Jo. Ja? Machen wir gleich nachher um 14 Uhr. Ja. 14 Uhr? Ecke? Mhm, ist richtig. Okay, gibt's noch Fragen? Ja? Gibt du nicht. Nochmal, Entschuldigung, habe ich nicht verstanden. Ja klar, also das kommt halt, das wird halt teilweise einfach als Feature des Telefons verkauft, so Raumüberwachung, so für Babyphone, dass du halt einfach zu Hause anrufst, dann deine PIN dafür eingibst und dann wird das halt eingeschaltet. Wenn du diese PIN halt hackst, dann, oder die vielleicht, also ich weiß es nicht, kann halt auch sein, dass es bei einigen Telefonen so ist, wenn du die PIN nicht einstellst, dann ist es halt einfach die Default-PIN, du musst bloß 4x0 ausprobieren oder irgendwie sowas in der Richtung und dann wird die Raumüberwachung halt angeschaltet.
Es sollte bei allen Telefonen so sein, dass es zumindest, wenn nicht akustisch, dann zumindest optisch angezeigt wird. Mir ist jetzt kein konkreter Fall bekannt, wo das irgendwie nicht so war, aber es ist natürlich denkbar, dass es irgendwie Fehler oder auch tatsächlich mutwillig eingebaute Sachen in der Software gibt, dass es weder akustisch noch optisch angezeigt wird. Ich meine, wenn irgendjemand, der diese Software für diese ISDN-Telefone schreibt, das wirklich will, dann kann der da halt sonst was einbauen, nicht? Am ISDN-Anschluss, da merkt man nichts mehr, der kann das irgendwie so einbauen, dass er da halt alles mithört und irgendwie kein Mensch merkt das. Aber also Ja. Also gut, bloß beim analogen Telefon kannst du es theoretisch noch einfacher feststellen als beim ISDN-Telefon. Also der übliche Weg bei Anlagenanschlüssen ist es halt so, dass die, also was in Firmen gemacht wird, ist, dass man halt die Softwareversion in der Anlage dahingehend ändert, dass man zum Beispiel eine amerikanische oder eine mexikanische Version der Software, der Basissoftware hat, die man auch problemlos auf Deutsch umstellen kann. Also was man halt einfach trennt, ist das Feature-Set von der Sprache. Und im amerikanischen bzw. mexikanischen Feature-Set ist halt zum Beispiel eine Zeugenfunktion ohne optische oder akustische Signalisierung vorgesehen. Halt so, die haben da nicht so, haben es da nicht so mit dem Arbeitsrecht und dem Datenschutz in den Gegenden. Und die werden dann, die führen dann halt solche Features halt auch da ganz offiziell in der Liste. Die sind halt in Deutschland deaktiviert und die kann man halt auch aktivieren, wenn es drauf ankommt. Mhm. Ja, es hängt vom konkreten Telefon ab. Also wenn man halt Zugriff auf die Software im Telefon oder in der Anlage hat, dann ist es überhaupt gar kein Problem, weil halt irgendwie das ist halt ein Computer, ne? Ja. Ja. Also es gibt die Frage war, ob es technisch auch beim Handy möglich ist. Und es ist tatsächlich so, dass es möglich ist. Also wir waren doch ziemlich erschrocken, als wir diese Nachricht bekamen von diesem Nokia 51er Serie Buffer Overflow mit SMS, weil wenn es so einen Overflow gibt, dann ist es genau derselbe Mechanismus wie bei Computern. Dann stürzt nämlich dieses Telefon ab, weil halt ein Stück Code aus dieser SMS ausgeführt wird. Und das heißt also, wenn man das Telefon genügend gut kennt und weiß, welche Prozessor da drin ist und weiß, wie halt der Speicher da aufgebaut ist, dann kann man möglicherweise eine SMS komponieren, die auf diesem Telefon richtigen Unsinn macht. So. Also ich hab kein 51er Telefon und ich habe sowieso zu wenig Zeit, aber wenn jemand da mal ein bisschen forschen möchte, irgendwie ist es auf jeden Fall ein sehr lohnendes Feld, mal zu gucken, was passiert, wenn man da welche SMS reinpackt und was halt, wenn man sich so ein Telefon mal im Debugger anguckt, was da eigentlich genau passiert, in welche SMS und welche Softwareversion fällt. Insbesondere was in der Hinsicht jetzt auch sehr interessant ist, ist eben SIM-Toolkit, was ich ja vorhin schon mal erwähnt hatte, was jetzt die neueren Telefone alle haben. 6150 Nokia übrigens erst ab Softwareversion über 5, davor nicht, muss man sonst updaten lassen. Und da gibt es halt eigentlich ein begrenztes Feature-Set, was solche Sachen eben verhindern soll und dass irgendwie keine Anrufe aufgebaut werden, ohne dass es dir optisch angezeigt wird oder so. Aber wenn man sich das halt mal näher anguckt, man weiß ja, wie das ist, irgendwie, wenn sowas neu eingeführt wird. Irgendwie funktioniert das meistens alles nicht so, wie man das gerne hätte oder wie der Mobilfunkprovider das gerne hätte. Ja. Wie das Updaten? Naja, also kommt halt immer drauf an. Also es ist relativ unwahrscheinlich, weil zum Updaten der Software des Telefons musst du ja im Allgemeinen zu deinem Service Center gehen, um dann eine neue Software raufzukriegen. Also ich meine, es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, sich seine Telefonsoftware selber zu updaten. Dann ist es natürlich was anderes, nicht? Aber wenn man tatsächlich zum Service Center geht, ist es relativ unwahrscheinlich, dass man da irgendwie eine falsche Softwareversion drauf bekommt oder sowas. Nee, also nicht die Software wird geupdatet, sondern halt es geht über SMS-Basis, wird dieses SIM-Toolkit halt, kann dieses SIM-Toolkit eben benutzt werden. Das heißt, es können dann über SMSen Befehle ans Telefon, das ist so ein bisschen wie Java halt. Irgendwie du hast da halt irgendwie dieses SIM-Toolkit-Interface und dann kommt halt Code in einer SMS und der wird dann halt ausgeführt, sozusagen. Aber halt in einem eigentlich begrenzten Environment. Was auch sehr lustig ist, was Nokia hat, ist dieses Smart Messaging. Das wird jetzt wohl wegen SIM-Toolkit dann irgendwann weggelassen werden. Aber in den 81er-Telefonen war das zuerst drin.
Und damit kann man wirklich so ziemlich alles per SMS machen. Da kann man auch so lustige Sachen machen wie den gesamten Telefonnummernspeicher auslesen und sich zurückschicken lassen oder löschen oder umkonfigurieren und SMSen und dies und das und jenes. Also da haben sie wirklich so alle Möglichkeiten offen gelassen. Allerdings braucht man halt auch, um Smart Messaging Server betreiben zu können, muss man halt einen direkten SMSC-Anschluss haben. Ja, ja, Comfort Noise. Also dient halt im Wesentlichen dazu, dass du halt weißt, irgendwie, dass da noch eine Verbindung ist. Es funktioniert halt bei den 61er-Telefonen im FIAC-Netz nicht besonders gut. Also da ist es hoffe ich mal weg, was irgendwie ziemlich annoying ist. Aber in der Regel ist es halt so, dass die dass das Comfort Noise halt erzeugt wird, damit du weißt, dass die Verbindung noch da ist. Ach so, eine ganz andere Sache, die mir gerade noch mal einfällt. TNET-Box hatten wir ja noch gar nicht. TNET-Box, genau. TNET-Box kennt ihr sicherlich alle, ist dieser schicke Anrufbeantworter im Netz von der Telekom, der so funktioniert, dass man da halt einfach, also den richtet man sich ja ein, indem man eine 0130er-Nummer anruft und einfach sagt durch Tastendruck, ja, ich will. Dann wird halt diese Box eingerichtet, was halt einfach auch nur irgendwo auf diesem TNET-Box-Server eben ein reservierter Plattenplatz ist sozusagen, und durch deine Rufnummernübermittlung kennt das System halt, weiß, dass du es bist, der anruft, und welche Ansage abgespielt werden muss, beziehungsweise dass der Anruf eben direkt von dir kommt und er dir halt die Nachrichten vorspielen soll. Und da gab es halt, es gibt ja dieses lustige Feature im ISDN, sogenannte Clip-No-Screening, was dazu dient, Rufnummern, eine zweite Rufnummer mit zu übermitteln, die nicht gescreent wird. Das heißt, da guckt sich die Vermittlungsstelle nicht an, was das für eine Rufnummer ist. Da kann man also eine beliebige Rufnummer übermitteln. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass wenn man jetzt, wenn irgendwelche Service-Hotlines zum Beispiel, die halt erreichbar sind unter 0800, hast du nicht gesehen, das ist ja kein richtiger Anschluss, sondern das ist halt einfach weitergeleitet auf einen normalen Anschluss. Wenn die dich jetzt zurückrufen, dass die dann halt ihre 0800-Nummer mit übermitteln können, dass du nicht verwirrt bist, weil da plötzlich 012345 irgendwas kommt, sondern dass halt 0800 diese Service-Nummer draufsteht. Und die wird halt als, diese Rufnummer wird halt als zweites Rufnummernpaket zur eigentlichen richtigen Rufnummer übermittelt. Das ist alles nicht so ganz genau spezifiziert. Also da gibt es irgendwie Telefone, die zeigen nur die richtige Rufnummer an. Es gibt Telefone, die zeigen nur die selbst übertragene Rufnummer sozusagen an. Es gibt Telefone, die zeigen beides an. Naja, so. Aber die lustige Sache war jetzt halt, dieses TNET-Box-System von der Telekom, das haben die von den Amis eingekauft, von irgendeiner amerikanischen Firma. Und die hatten es ja sowieso noch nie so mit dem ISDN und so. Und außerdem ist das mit diesem Clip-No-Screening sowieso eher ein europäisches Feature. Was zudem auch noch in vielen anderen Ländern außer Deutschland ausgeschaltet ist. Genau. Ja, und dieses TNET-Box-System von der Telekom hat halt einfach gar nicht darauf geguckt, auf den Screening-Indicator, ob da irgendwie stand Not Screened oder sowas. Es steht da halt drin, dass das diese Rufnummer ist. Sondern es hat halt einfach irgendwie das erste Rufnummernpaket, das übermittelt wurde, hat es halt einfach genommen und für richtig gehalten. So, das ist halt in Deutschland irgendwie diese Clip-No-Screening-Nummer. Das heißt dann, man konnte irgendwie für beliebige Leute TNET-Boxen einrichten. Da konnte man dann auch wieder lustige Supporting-Geschichten machen, irgendwie, indem man nämlich bei der TNET-Box eine Weiterleitung neuer Nachrichten auf die Nummer 0190 sowieso oder 00599 hast du nicht gesehen eingerichtet hat, dann da eine Nachricht drauf gesprochen hat, und dann hat die TNET-Box immer fleißig diese 00599-Nummer angerufen. Und das war halt, also da konnte man, das konnte man wieder genauso analog zu der FIAC-Geschichte, entweder konnte man da jemanden irgendwie richtig mit reinreiten, wenn man das halt auf dessen Nummer gemacht hat, beziehungsweise konnte man das halt auch auf beliebige nicht existente Nummern machen, weil das TNET-Box-System halt wirklich überhaupt gar keine Überprüfung gemacht hat, wie diese Rufnummer aussah. Also es gab da irgendwie zeitweise auch eine TNET-Box auf der deutschen Rufnummer 023 und so lustige Geschichten. Ja, und das haben sie dann halt irgendwann abgestellt, aber naja. Da gab es echt viel Spaß mit. Also dasselbe Prinzip funktioniert auch bei vielen ISDN-Callback-Internet-Dial-Up-Systemen, weil da findet oft genug die Prüfung ja auch über die ISDN-Nummer statt. Und
da die Amerikaner ja nun mal ISDN nicht erfunden haben und irgendwie auch sonst nicht so mit europäischer Technologie haben, aber die meisten Internet-Dial-Up-Systeme aus Amerika kommen, prüfen die da in der Regel halt auch nur den A-Block. Und also den, der zuerst übermittelt wird. Und das führt dann halt dazu, dass man sehr gut mit solchen Sachen halt auch die erste Schwelle der Authentifizierung bei solchen Dial-Up-Systemen überwinden kann, die dann nämlich lautet irgendwie, stimmt denn eigentlich deine Rufnummer, von der aus du anrufst? Ja. Hast du gerade nach der Beschreibung des ISDN-Protokolls gefragt? Also ich habe Leuten gehört, auf dem FTP-Server gibt es irgendwie im Unterverzeichnis ETSI sämtliche ETSI-Standards. ETSI ist die European Telecommunications Standardization Institution und die standardisieren halt einfach alles, was hier telekommunikationsmäßig passiert. Und dementsprechend haben die halt auch ISDN standardisiert und da steht das alles wunderbar drin. Gibt es irgendwie als PDFs irgendwie auf unserem FTP-Server, ist noch nicht ganz vollständig, aber auch ansonsten ist das nicht so ein großes Ding, weil die ETSI, die im Gegensatz zur ITU übrigens dankenswerterweise für privaten Gebrauch kostenlos auf ihrem Server zum Download anbietet, also kann man einfach nach FTP-ETSI.org gehen. Und sagen, also kann man irgendwelche Suchwörter eingeben, was man halt gerne haben möchte, und dann wird das rausgesucht, man kann sich das downloaden. Also jetzt die ISDN-Spezifikation irgendwie ETSS1, was du halt haben möchtest, ist halt ETS 300-102-1. Also Clipnow-Screening ist tatsächlich auch irgendwie europäisch bei ISDN spezifiziert. Es steht halt, es ist in irgendeinem, das ist nicht da mit drin, das ist, musst du mal gucken, in der näheren Umgebung sind sämtliche Supplementary Services, irgendwie wie Anrufumleitung und der ganze Kram ist da alles mit spezifiziert und du musst nach dem Standard gucken, wo halt die Rufnummernübermittlung spezifiziert ist. Und da gibt's halt auch Clipnow-Screening, steht da mit drin im irgendwie Anhang A. Und da steht halt explizit mit dabei, dass das irgendwie eine Entscheidung des Providers ist, ob der das mit implementiert oder nicht. Und dass es halt nicht zwingend notwendig ist. Und es ist halt auch sehr vage gelassen, wie das genau zu implementieren ist. Also was halt auch dazu führte, dass es halt nicht in den deutschen Vermittlungsstellen nicht identisch implementiert ist. Also derzeit geht's nur bei geht wieder bei allen, ja. Also eine Zeit lang war es so, dass es nur bei Siemens VSTs ging. Und also wie überhaupt man ja eigentlich keine Alcatel VST irgendwie an seinem Telefonanschluss haben möchte. Weil Alcatel in der Regel halt irgendwie da die bei den Software-Releases immer eine Nummer da hinten ist und irgendwie die tollen Features alle nicht hat. Ach ja, wer übrigens noch was Lustiges zum Spielen haben will, fernsteuerbare Anrufweiterschaltung. Ist gerade echt lustig. Also solltet ihr euch mal alle näher angucken, gibt jetzt halt die Möglichkeit, seine Anrufumleitung fernzusteuern. Kostet irgendwie 3 Mark im Monat oder so, geht im Augenblick nur an ISDN-Anschlüssen und ich glaube auch nur an Anschlüssen, die an Siemens-Vermittlungsstellen hängen, weil wieder wie immer bin ich mir aber nicht ganz sicher, kann auch sein, dass inzwischen schon S12 ist. Und das funktioniert dann halt so, man kriegt eine zusätzliche Rufnummer noch, den sogenannten Service Point. Da ruft man an und kann dann halt von überall aus nach Eingabe einer PIN seine Anrufweiterleitung irgendwie für sämtliche Rufnummern aus- und anschalten und umschalten. Aber ja, sollte sich mal jeder näher angucken, da gibt's echt noch lustige Probleme. USS1, User-to-User-Signaling, ja. Yeah. Das ist halt eigentlich ein nützlicher Dienst, der dann aber tatsächlich, also auch nachvollziehbar, abgeschaltet werden musste, beziehungsweise teuer gemacht wurde, weil der Telekom da wirklich der D-Kanal mit zugespammt wurde einfach. Also ist schlicht ein Durchsatzproblem in der VST, die haben halt dann nur begrenzte Kapazitäten fürs D-Kanal-Processing. Und wenn der D-Kanal halt irgendwie komplett zugespammt ist, irgendwie von mehreren Anschlüssen, die halt irgendwie darüber nur User-to-User-Signaling machen, dann haben sie da halt einfach ein Problem mit. So, also da haben sie halt technisch irgendwie, sind sie dazu gezwungen, das halt irgendwie abzustellen, beziehungsweise so teuer zu machen, dass es halt kaum jemand benutzt. Ist halt eigentlich ein Designproblem in Vermittlungsstellen, aber nein.
Ja, ein B-Kanal. Aber ein B-Kanal, eben. Der B-Kanal kostet Geld, nicht der D-Kanal. Eben. Eben. Deshalb ist das ja A teuer, beziehungsweise gibt es B nicht mehr. Na, beides. Also es gibt, glaube ich, nur noch für Anlagenanschlüsse. Anlagenanschlüsse, befindet sich nicht in der aktiven Vermarktung und ist teuer. Also zu sagen, sie sagen dir sehr deutlich, wir wollen nicht, dass du diesen Service benutzt. Das wollen wir wirklich nicht. Nein. Klar, du kannst halt in den Setup-Paketen, die da halt verschickt werden, da kannst du halt ein paar Byte Daten unterbringen. Du kannst irgendwie die Dienstekennung setzen, dies und das und jenes, deine abgehende MSN kannst du ja setzen und noch so ein, zwei andere lustige Sachen. Das wird dann halt fröhlich übertragen. Die andere Seite lehnt das halt ab, kann irgendwie gleich noch eine Information zurück übertragen, dadurch, durch den Course, mit dem das abgelehnt wird. Aber ich habe von Fällen gehört, wo tatsächlich irgendwie Leute halt so massiv D-Kanal-Spamming betrieben haben und die Telekom hat denen dann halt einfach knallhart eine Rechnung darüber geschickt. Also irgendwie D-Kanal-Traffic, so und so viel Megabyte im Monat, hier zahl mal. Also das ist tatsächlich auch für die mehr oder minder eine philosophische Angelegenheit, weil also wenn jemand mit deren T-Netbox rumfiddelt oder mit irgendwelchen anderen Systemen, wo die halt nicht wirklich irgendwie für die kriegsentscheidend sind, naja, das ist irgendwie ist für die zwar unangenehm, aber wenn jemand halt irgendwie Sachen betreibt, die halt dazu führen, dass man eine VST nicht mehr ordentlich benutzen kann, dann werden die echt super humorlos. So. Also dann haben die auch nicht wirklich irgendwie Verständnis dafür. Also wenn das halt einer macht, ist das kein Problem, aber wenn sie das alle machen, dann ist einfach die VST dicht. Ja. Hm? Also ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht genau, aber ich würde einfach mal vermuten, dass die wahrscheinlich für den PCS-Anschluss entweder anders geregelt ist oder also dass, ich denke mal, dass die so in der Form nicht verfügbar ist. PCS von der Telekom, dieses Fixed Mobile Integration System, was halt irgendwie im größeren Sinne darauf basiert, dass einem halt eine Anrufumleitung überall hin folgt. Gut, ja, dann, wie gesagt, wir sind für alle Hinweise dankbar. Also servicewatch@ccc.de. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, die irgendwie eher vertraulich zu behandeln sind, wir haben auch einen PGP-Key. Liegt auf dem Server. Und ihr könnt uns auch über einen anonymen E-Mailer Sachen schicken. Und wenn ihr ein Problem habt, wo ihr aus irgendeinem Grund lieber direkt mit dem Netzwerkprovider reden wollt, also wir haben auch die entsprechenden Kontakte zu den Netzwerkprovidern, zu deren Leuten, die sich da um die technischen Probleme kümmern. Die lesen auch alle Service-Watch und sind auch alle auf der Mailingliste abonniert. Also da gibt es dann halt auch relativ direkte Kommunikationskanäle. Ja? Beides. Beides. Also man kann auch auf www.ccc.de/servicewatch gehen. Da gibt es die Nachrichten alle im Webformat. Und von daher gibt es auch direkt einen Link, wenn man sich auf die Mailingliste subscriben möchte. Geht also beides. Gut, dann noch viel Spaß heute. Nagelt eure Zelte ein bisschen fest.